Pärchen! Da hat mir einer den Daumen von hinten mit großer Wucht ins Auge gestoßen. Und ich möchte den Jungs und auch Mädchen dieselbe Perspektive bieten, wie sich mir damals geboten hatte. Da war es, Vorrunde. Wir werden Europameister. Das ist, was wir wollen. Gut Golf aus Köln, Golfclub Burg Konradsheim, registrierte Privatrunde. Heute spiele ich mit Basketball-Europameister, mit dem mehrfachen deutschen Meister im Basketball und mit dem unheimlich sympathischen Stefan Weg. Der junge sympathische Kölner. Der junge sympathische, du bist ursprünglich auch aus Köln, ne? Ja, ich komme aus Köln, bin in Köln-Nippes geboren. Kölner Jung. Kölsch Jung. Kannst du richtig auch Kölsch sprechen? Meine Eltern sind aus Königsberg, nach dem Krieg hergekommen. Bei uns zu Hause haben wir nie Kölsch gesprochen. Aber meine ganzen Freunde waren Kölsch. Und ich kann erzählen, oder tust du uns los, oder kriegst du ein paar Zimmer zu. Aber so spreche ich natürlich nicht. Da verstehe ich kein Wort. Ja. So, wenn du Bayerisch sprichst, oder? Ja, aber das kann ich nicht. Ich spreche nur Hochdeutsch. Nein, ich kann auch nicht richtig Kölsch. Ja. Also, ich kann so tun, als ob. Stefan war lange Zeit Basketballprofi, eigentlich so sein ganzes Leben, ne? Ist dein Gehalt auch damit verdient? Ja, ich habe mein Leben damit gebaut. Ne? Deswegen bin ich da sehr demütig und sehr dankbar für jeden Tag, den ich spielen durfte. Weil es war für mich immer etwas, was ich am allerliebsten in meinem Leben getan habe. Bin durch die Weltgeschichte gereist, Europapokalspiele, habe in Griechenland gespielt. Bin unendlich dankbar, dass ich das machen durfte. Und Stefan ist dem Basketball treu geblieben, arbeitet jetzt in Köln bei den Rheinstars Köln. Das ist die zweite Basketball-Bundesliga. Sie haben die Klasse gehalten, auch dank dir. Du bist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Trainer jetzt gewesen. Bist spontan kurzfristig eingesprungen. Jetzt wollen natürlich alle, dass du bleibst. Ja, aber meine Frau nicht. Nein, es ist schon eine Sache, die mir natürlich Spaß gemacht hat und das ein Schritt zurück in mein altes Leben ist, wo man den Rhythmus über zweimal Training am Tag und sich über den Sport mehr Gedanken macht als über das Drumherum. Das war jetzt nicht schwer für mich. Am Anfang war es vielleicht ein bisschen rostig, aber es kostet viel Kraft. Ja, und die anderen Sachen müssen auch noch erledigt werden. Insofern ist da noch keine Entscheidung getroffen. Wie steht es um deinen Körper? Ich meine, Basketball ist ein Sport durch die harten Hallenböden, der extrem auf die Gelenke geht. Wie geht's dir? Also meine Knie, ich bin froh, wenn ich ein bisschen joggen kann, ein bisschen Beachvolleyball spielen kann, im Sommer ein bisschen auf dem Freiplatz. Danke. Und dann das Alter. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt nicht Sport gemacht hätte. Vielleicht wäre es schlimmer. Meine Knie tun weh, das kann ich schon sagen. Aber nicht so, dass ich keinen Sport mehr machen kann. Und deine Augen geht soweit auch gut. Also die dich noch kennen vom Basketballcourt, kennen dich mit Brille. Ja. Zumindest in den letzten Jahren. Die musstest du tragen, weil du eine schwere Augenverletzung hattest. Ja. Mir ist im Europapokalspiel in Spanien, Leon, hat mir einer den Daumen von hinten mit großer Wucht ins Auge gestoßen, was dazu geführt hat, dass ich das Auge weg war, der Augapfel war weg, war im Kopf drin, also die Augenhöhle ist gebrochen, das Auge ist reingerutscht. Musste mehrfach operiert werden, auch in der Schweiz. Und nach der anfänglichen Diagnose, dass das Auge wohl blind bleibt, wenn ich es überhaupt behalten kann, hat sich das alles wieder normalisiert. Gott sei Dank. So, das war eine sehr lange Einleitung, aber der Weg war auch weit. Stefan, gut Golf. Was nimmst du dir vor für die zweiten neun? Ja, gut Golf. Gut Golf. Schön. Ja, ich glaube, der ist ziemlich gut, oder? Ja. Ja, da liegt er gut. Ja, ist schön. Bisschen mehr. Ich hatte ein Sandwich, und weil so wenig Grün da war. Ne? Ja. Aber dann musst du dann auch ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Nee. Ah. Oh. Sehr gut. Bogi gerettet. Pärchen! Pärchen! Was hast du da eigentlich am... Das ist mein Fingerkapsel ist da kaputt. Und habe ich vom Basketball, ich kann nicht mit Handschuhen spielen. Jetzt, wo du es sagst, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass du auch ohne Handschuhe spielst, ne? Ja, mehr Gefühl. Sebastian Hellmann vertraut da auch drauf. Natürlich, ey, du willst auch ganz nah am... Keine Ahnung, ich muss den Schläger fühlen. Oh ja. Wenn er rüberkommt. Ja, sollte. Ja. Also ich finde, dass das hier ein mega schöner Platz ist. Super viel Baumbestand, tolle Fairways, top in Schuss, tolle Mitglieder.
Und ich habe ihn nicht gezwungen, das zu sagen. Golfburg Konradsheim. Bin auch froh hier. Ja, du bist noch nicht so lange Mitglied, ne? Nee, ich bin seit letztem Jahr. Wir haben hier unser Turnier, den Rheinstars und Player Club. Und das ist toll. Ja, der könnte sehr gut sein. Wenn nicht zu weit ist, ha? 120. Ball so leicht kramen, aber da spiele ich jetzt ein Pitching Wedge, weil der Platz so trocken ist und die Bälle relativ weit springen, ne? Oh ja. Oh ja. Der ist gut. Zweite Birdie-Chance. Ja, muss ich ja jetzt auch so spielen. Ich hingegen werde den jetzt schön einchippen. Jawohl, da ist die Fahne. Meiner liegt hier oben auf der Kuppe. Und Stefan chippt ein. Na gut, vielleicht noch zwei Putts dazu. Oh ja, oh ja. Die Länge wäre perfekt gewesen. Aber die Richtung nicht ganz. Also ist der ein bisschen gebrochen? Nicht viel. Und dann habe ich ihn nur falsch hingelegt. Ah! Eine 5. Du bist ein großer Botschafter auch deines Sports und ja, kämpfst über Jahre jetzt auch schon dafür, dass der Basketball sich immer mehr auch etabliert und vor allem auch in Köln. Sind so deine Aufgaben als Geschäftsführer? Naja, erstmal wollte ich nach meiner Karriere immer wieder zurück nach Köln. Ich habe mich auch sehr wohl in Berlin gefühlt, aber ich wollte zurück nach Köln, weil ich mit dem Sport, mit Basketball mein Leben bauen konnte. Und hier gab es eben eine erste Ligamannschaft. Und ich hatte immer eine Perspektive. Ich wusste, da will ich hin. Das will ich auch können. Und diese Perspektive gibt es den Jungs in 15, 16, wie ich damals war, gibt es nicht. Und ich möchte den Jungs und auch Mädchen dieselbe Perspektive bieten, wie sich mir damals geboten hatte. Und dafür arbeite ich. Und arbeite ich jetzt auch schon seit 2000. Und wir sind auch schon 2004, 2005, 2007 Pokalsieger und 2006 Deutscher Meister geworden. Allerdings gibt es immer wieder so Einschnitte, die dann sozusagen uns in ein Riesenloch stürzen lassen. Und das will ich verhindern. Und wir wollten jetzt noch mal was nachhaltig und längerfristig und vor allem was etablieren, was Bestand hat in Köln. Und ich glaube, dass Basketball die Kraft hat, mit einer Basketball-Community in Köln, die sehr groß und sehr stark ist, dass man neben Fußball und Eishockey die dritte Spielsportart in Deutschland sein kann. Und ich habe vor 7000 Leuten in der Kölner Sporthalle gespielt und vielleicht tun wir das mal in der Lanxess Arena. Sit. Getoppt. Reicht nicht. Mal fertig, ja? Ja, ja, klar. Jawohl. Yes. Pärchen Faust. Pärchen Faust. Das ist eigentlich arm, ey, wenn das keine Birdie-Faust wird bei uns. Nein, nein, nein. Aus. Jawohl. Jetzt haben wir in Teil 1 auch schon gehört, dass du bei Olympia 92 in Barcelona dabei warst und auch gegen Michael Jordan gespielt hast. Ne? Ja. Was war das für ein Gefühl damals? Ah, es war Wahnsinn. Also erstmal haben wir natürlich die anderen Spiele gegen die anderen Nationen, ne, von dem Dream Team haben wir auch alle gesehen und beobachtet. Und dann haben wir gesehen, dass die anderen Nationen haben alle so ihre Kameras den Betreuern so auf die Bank gegeben. Und immer wenn man so neben Michael Jordan oder Magic Johnson oder Larry Bird, also waren ja Scottie Pippen, Charles Barkley, waren ja alle da. Ne? Clyde Drexler, dann, jetzt Foto, wurde dann von der Bank schnell ein Foto gemacht und unser Trainer hat Svetislav Vesic. Das ist verboten. Also wir haben uns so darauf vorbereitet, als würden wir das Spiel gewinnen können. Ja? Und dementsprechend haben wir nicht ganz so hoch verloren. Das war, glaube ich, ganz gut. Dreh. Du hast Glück gehabt. Na super. Den hätte ich da ja dann gleich hinschippen können. Ah ja, ich sehe ihn. 142 ins Grün. Er kommt nicht an, ey. Schon das dritte Mal. Die Linie stimmt, aber
Geht das so? Ja, ja. Klassisches Bogey-Golf. Da bricht er gar nicht. Klassisches Doppel-Bogey-Golf. Oh, echt? Ja, schön. Gefährlich, oder? Herr Beek, 108. Das ist jetzt mal eine schöne Gap-Wedge-Distanz. Kleiner Zungenbrecher. Ja, reicht nicht. Die müssen an den Stock. Ja, da sind wir echt nicht zwingend, ne? Oh, yes. Die Ehrenrunde. Fünf, ne? Ja. Aber du kriegst sie. Bam. Bam. Jetzt haben wir schon über so viel gesprochen. Über deinen größten Erfolg eigentlich noch gar nicht so richtig. Den Europameistertitel. Ja. Habt ihr damals damit gerechnet? Ich glaube, der Einzige, der wirklich damit gerechnet hat, war unser Coach, Veselin Perzic. Gab dann im Vorfeld natürlich viele Pressekonferenzen und so. Die deutsche Mannschaft war jetzt nicht in der Bedouille, die zu den Favoriten gezählt wurde. Ne? Und dann gab es dann die Auftaktpressekonferenz und da wurde Perzic dann gefragt. Ne? Also erstmal wurde denn, ich glaube, der Präsident oder ein anderer auch Funktionär vom Verband gefragt, was denn die Ziele sind und dann. Also dieses typische deutsche Understatement. Ja, wir wollen ganz gut spielen und mal schauen, vielleicht schaffen wir die Vorrunde, die ist nicht einfach. Und du merkst schon, Perzic so eine Krawatte daneben. Ja, was Vorrunde? Wir werden Europameister. Das ist, was wir wollen. So, also diese deutsche Mentalität. Also wurde dann viel belächelt, und, ne, aber der hat das tatsächlich ernst gemeint. Und diesen Spirit hat er uns eingeimpft. Ich darf nicht vergessen, dass wir mit der Mannschaft mehr oder weniger, also immer sind dann immer noch mal zwei rein, zwei raus. In der Mannschaft waren wir ja, glaube ich, 6 Jahre zusammen. Ne? Und am Anfang haben wir nur vermöbelt worden von damals noch Jugoslawien mit Divac, Kukoc, Paspal, Tabak, also mit allen, die auch MEA gespielt haben. Ne? Die haben uns ausgelutscht und dann haben wir aber gemerkt, wir können immer besser gegen die spielen. Ne? So, und dann war dann ja diese Europameisterschaft war dann auch klassischer. Im ersten Spiel haben wir direkt gegen Estland verloren mit Kuzma, der paar 30 gemacht hat. Ne? Das war so ein, und dann mussten wir dann gegen die Türkei und das war gegen die andere Mannschaft mussten wir dann unbedingt gewinnen. Und das haben wir getan, sind dann in die Zwischenrunde und dann ging's los. Ne? Dann haben wir wirklich einen Favoriten nach dem anderen, haben wir denn da immer in wirklich sehr, sehr spannenden und haben uns, jedes Spiel sind wir über uns hinausgewachsen und jedes Mal ein anderer. Ne? Und sehr oft Kai Nürnberger und Christian Welf, der leider früh verstorben ist schon. Und dann gab es auch einen Empfang in Deutschland, so wie die Fußballer, oder war das ein bisschen anders? Ja, natürlich gab es auch diesen Empfang, aber da war keiner darauf vorbereitet. So, ne? Also auch wir nicht. Ne? So, also wir wussten jetzt gar nicht, und auch vielleicht auch die Fans wussten gar nicht, was sollen sie denn damit anfangen. Aber wir haben schon einiges, wir haben uns krachen lassen. Ne? Also ich wäre zum Empfang gekommen, wenn ich nicht erst 6 gewesen wäre. Ja, siehst du, da haben wir schon einen, den wir nicht mitnehmen durften. Ja. 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 Ja, nice. Du genießt das auf dem Golfplatz, ne? Wenn ich hier rauskomme, so als Hallensportler, der natürlich immer in der Halle und sehr oft trainiert hat und hat super Spaß, ne? Also ich habe in der Halle gelebt. Im Sommer dann natürlich auf dem Freiplatz. Aber wenn ich so jetzt hier rauskomme und ich muss mich konzentrieren, ich gehe 10 Kilometer, manchmal auch mehr als 10 Kilometer. Dann konzentriere mich, ich bin so fix und fertig nach einer Runde. Also das ist, für mich ist das der allergrößte Luxus, wenn ich mal raus kann und während der Woche morgens mit einem netten Menschen, so wie der, eine Runde Golf spielen kann. Ne? Bei dem Wetter, guck mal, der Boden, ja, das Grün, die Gänse, das ist so. Ey, aber übrigens habe ich dich ausgedreift mit meinem Holzbein. Kannst du das beschreiben, so die Fertigkeit, die Kaputtheit im Vergleich zu einem Bundesligaspiel von damals und jetzt nach einer Golfrunde? Nein, also nach einem Bundesligaspiel oder nach einem, ist man körperlich fertig. Ne? So, ich bin einfach so ein bisschen platt und leer, ne? so einfach müde. Müde vom Laufen, von der frischen Luft, konzentrieren an der frischen Luft. Der schaut gut aus. Nein, und dann bounced der so blöd. Nee. Was sagst du zu dem, was Holger Gschwindner und Dirk Nowitzki erreicht haben? Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist, auch da eine Anekdote ist, ich bin dann noch einmal reaktiviert worden, weil wir mussten eine Qualifikation für die Europameisterschaft schaffen und mussten in Estland und Lettland noch 2 Spiele gewinnen.
Dann sind zwei, drei ältere Spieler nochmal nachnominiert worden, um so ein bisschen Führung zu geben. Und dann wurde ich in meinem letzten Nationalmannschaftsjahr mit dem jüngsten Spieler, das war Dirks, erstes Jahr in der Nationalmannschaft zusammengelegt. Und es gab diesen ganzen Hype und NBA und hier und links. Und alle Trainer und alle waren natürlich begeistert von Nowitzki und wollten, dass er in Deutschland bleibt und für deren Club spielt. So auch natürlich Alba Berlin und also alle großen Clubs. Ne? Und alle haben dann gesagt, Stefan, du musst ihm die Flausen austreiben in NBA. Er soll ruhig bleiben und so für seine Karriere, ne? Wie das von früher immer so war. Und ich habe ihm dann natürlich die komplette Speech gegeben, was er macht, halt mal den Ball flach und so. Das kommt alles von alleine, träumen jetzt nicht wie NBA. Und zwei Wochen später war er in Dallas, hat einen 35-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben. Und immer wenn wir uns sehen, dann war ich, weißt du noch, ich habe dir damals den guten Tipp gegeben, hast du gut befolgt. Komm rum! Ja, kommt nicht an. Nee. Ja. Oh, schade. Riecht vor allem so leicht wieder. Schönes Pärchen. Okay. Ja! Stark. Auch Pärchen, ha? Ja. Sehr gut. Jetzt sieht man genau, jetzt das ist, Mal das ist die 18 dahin. Gleich. Ja, da spielen wir gleich drauf zu, ne? Ja. Die Burg Konradsheim, was hat es damit auf sich? Wer hat da gewohnt? Keine Ahnung, der Burgherr von Konradsheim. Dreh, dreh. Ja, der ist gut, oder? Dreht schön rein. Das ist das Tiger Line, wenn er drüber geht. Ja, ja. Müsste. Ja, ja. Und den finden wir auch. Stefan lässt ihn hochrollen, das ist die Ansage. Gesagt, getan. Aber der ist ziemlich... Oh, roll noch ein bisschen mehr. Der ist hochgerollt. Ja. Ich muss ihn auch hochrollen lassen, ja. Geil, du bist so ein Trottel, das ist unfassbar. Komm. Ein Chip, ein Putt. Geil. Schönes Bogey. Danke. Schönes Paar. Sehr gut. Ich mach schon. Da siehst du, da will ich eigentlich nicht hin. Ja, der ist super. Ja. Der ist perfekt. So musst du ihn hier spielen. Bleib. Nein, jetzt treffe ich den nicht schön. Flieg, please, flieg, flieg. Oh ja, da ist es Birdie jetzt. Ja. Aber schön. Komm, komm. Nein, das ist so schade. Bleib bei der Paarfaust, ey. Achso, ja, muss ich machen. Aber die gibt's. So, ich nehme ja hier mal die Zeit mit auf. Können wir das sehen? 3 Stunden 30. Gehen wir jetzt aufs letzte Loch. Die 18. Jetzt spielen wir auf die Burg Konradsheim. Stefan überlegt, was er überlegt, welchen Schläger ich hier nehme, weil immer bin ich zwischen 9 und 8 hin und her gerissen. Für dich Sandwich oder Pitching Wedge. Für mich ist das eigentlich immer eine ganz klare 9. Das ist ganz easy. Aber ich glaube, die Einschläger höher ist besser hier. Nein! Jetzt gut, dass du einen höher genommen hast. Ja, aber ich bleibe im Boden hängen. Der ist im, ne, das ist genau das, was hier so oft passiert. Naja, gefühlt Paar. Oh, schade. Aber die Pärchenfaust kriegst du. Die Pärchenfaust heute, nur die Pärchenfaust. Danke dir. Danke dir. Viel, viel Spaß gemacht. Ja, war echt schön. Stefan, danke. Das war ein 18 Loch in Burg Konradsheim. So, jetzt habe ich es drauf. Ein wunderschöner Golfplatz. Kann ich wirklich sehr empfehlen hier bei Köln. Score
Naja, aber das bin ich ja mittlerweile schon gewöhnt, wenn ich diese Runden gehe mit Kamera. Dafür hatte ich einen tollen Mitspieler, Stefan Weg. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Großen Spaß gemacht, wirklich. Na? Großen Spaß gemacht. Du bist besser vom Score als ich? Natürlich. Ne? Das ist verpflichtet. Aber freut mich, dass dir der Platz gefallen hat. Ich glaube, auch die Leute hier finden das schön, wenn man ihre Plätze schön findet. Und toller Tag, großer Luxus, mit einem netten Menschen Golf zu spielen. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo da lassen. Und ja, spielt mal hier bei Köln, den Platz lohnt sich auf jeden Fall. Die letzten Worte gehören natürlich Stefan. Ich sag nur Golf gut, mehr geht nicht. Andersrum. Gut Golf. Heute habe ich einen coolen Gast in Valais und zwar ist er Pro. Also er hat kein Handicap mehr, deswegen werde ich sein Handicap jetzt auch gleich nicht einblenden. Geht nämlich nicht. Und er möchte auf die Tour. Nico Stevenson. Hi Nico. Hi. Also sprich, kein Handicap mehr, weil Pro-Status, ne? Genau. Mein letztes Handicap war so -1,3 oder so.